Kollegin Dr. Petra Sitte, Fraktion D. Gruppe Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Koalition verspricht uns nun schon seit 2,5 Jahren eine große Reform der Geschäftsordnung. Angesichts der Vorlage frage ich mich ernsthaft, was Sie unter groß verstehen. Ein Beispiel, es wäre gerade jetzt angesichts des Vertrauensverlustes mindestens zu erwarten, des Vertrauensverlustes in Demokratie mindestens zu erwarten gewesen, dass Sie endlich die Öffentlichkeit der Ausschussberatungen zur Normalität machen. Die Zeit ist reif. Ich kritisiere aber auch, wie Sie mit diesem Vorhaben umgehen. Eine Geschäftsordnung sollte ja die Demokratie auch im Parlament stärken. Da wäre es erstens guter Stil gewesen, wenn Sie auch uns als Opposition in den Reformprozess eingebunden hätten. Sie haben ja schon monatelang hier rumgesessen. Zweitens, welche Chance haben andere Meinungen in dieser Debatte, wenn Sie erst gestern Abend die Vorlage ins parlamentarische Verfahren geben? Das jedenfalls ist kein guter Start für mehr Demokratie im Parlament. Drittens, ist dieses Vorgehen exemplarisch für eine undemokratische Praxis, die Sie uns als Opposition zumuten? Und diese Praxis ändern Sie offenkundig nicht. Wir müssen Anträge und Gesetzentwürfe 3 Wochen vor Aufsetzung im Plenum eingereicht haben. Das, was mal als Minderheitenschutz gedacht war, machen Sie jetzt zur Vorbedingung. Damit nehmen Sie uns die Chance, parlamentarisch auf aktuelle Ereignisse in diesem Land reagieren zu können. Und das ist aber eben auch Unterbindung von Interessenvertretung. Sie selbst halten sich aber überhaupt nicht an diese 3-Wochen-Frist, sonst hätten Sie diese Vorlage nämlich schon vor 3 Wochen einreichen müssen. Fazit, die Geschäftsordnung zu ändern ist das eine, sie demokratisch zu leben das andere, da geht noch was und lassen Sie uns auch darüber reden.